Heute schauen wir uns mal ein sehr, sehr nices Content-Update an. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und natürlich auch gerne zu abonnieren. Danke für euren Support. Hier oben rechts in den Neuigkeiten habt ihr vielleicht schon gesehen, das Kampfsturmgewehr ist wieder aus dem Tresor rausgekommen. Ich finde, aktuell haben wir eh schon genügend Waffen im Spiel. Ich hätte es vielleicht cooler gefunden, wenn irgendwas anderes rausgekommen wäre. Was auch immer, wäre mir egal. Aber eine neue Waffe, beziehungsweise eine alte Waffe, ist wieder zurück. Die ist jetzt nicht allzu lange weg gewesen, glaube ich. Ein paar Seasons vielleicht, wann auch immer. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kann auch sein, dass die letzte Season drin war. Weiß ich nicht mehr. Ist aber jetzt nicht auch so stark, würde ich jetzt sagen. Na klar, wenn man damit gut spielen kann, sind alle Waffen stark. Aber ich glaube, dass die jetzt nicht so heftig ist. Schreibt mal eure Meinung zu dieser Änderung gerne in die Kommentare. Dann gab es zwei Map-Updates. Und zwar einmal hier gab es ein kleines Map-Update. Und ganz genau hier oben gibt es auch ein Map-Update. Schauen wir uns das Ganze mal auf Twitter an. Und zwar sind es zwei Luftkissen auf der Map erschienen. Das hat was mit dem Sommer-Event zu tun. Dazu dann gleich mehr. Ich werde euch auch jetzt dann gleich sagen, wann No Sweat Summer startet. 14 Tage Sommer. Das heißt ja dieses Mal nicht 14 Tage Sommer, sondern No Sweat Summer. Also das ist jetzt hier so ein neues Luftkissen. Das ist eins davon. Das zweite wäre einmal das hier. Ich schätze mal, dass es von Tag zu Tag immer mehr aufgebaut wird. Und dann beim nächsten Update sehen wir auch schon dann, was da entstehen wird. Kein Plan was, aber es sieht interessant aus. Hier nochmal von oben, einmal links, also wir sehen es gerade nicht wegen meiner Facecam, so. Einmal hier oben links und einmal hier auf der rechten Seite haben wir diese Luftkissen. Das hier ist, glaube ich, auch ein bisschen neu, diese Platten hier. Ansonsten sehe ich keine weitere Änderung. Kleiner Minibaum ist jetzt bei Sleepy Sounds erschienen. Ich glaube, das ist auch der nächste Realitätsbaum, wo sich dann dort die Orte ändern werden. Safe, doch, das ist da. Das ist dann die nächste Änderung. Also der Baum soll, glaube ich, schon aktiv sein. Also der kleine Baum, der große dann, denke ich mal, mit dem nächsten Update. Kleiner Patch wurde rausgehauen, hat jetzt nichts mit dem Content-Update zu tun. Nur wegen Stabilitätsproblemen, um die zu beheben, damit die ein bisschen besser laufen, also damit das Spiel ein bisschen besser läuft, habt ihr jetzt ein Update zum Runterladen. Ist jetzt nicht wirklich groß, hat wirklich nichts mit dem Content-Update zu tun, sind nur wegen diesen Problemen hier. Dann gibt es eine weitere Info, und zwar das No Sweat Summer Update, also das 14 Tage Sommer Update, wo wir 14 gratis Gegenstände bekommen werden oder was auch immer. Ich hoffe, dass wir in diesem Sommer irgendwie ein gratis Skin bekommen. Das Ganze beginnt am 19. Also am 19. ist das Update. Sollte nächste Woche Dienstag sein. Können wir kurz mal abchecken beim Kalender. Ja, genau. Nächste Woche, also heute in einer Woche, bekommen wir das Sommer-Update und dann sollte auch ein paar Tage später dann das Sommer-Event starten. Ob es dann ganz genau am 19. startet, das Sommer-Event, denke ich nicht. Ich schätze mal am 24., 25. startet das Sommer-Event. Ich schaue mal ganz kurz, was für ein Tag das wäre. Ja, könnte sogar tatsächlich ein bisschen früher starten. Ich schätze dann doch, dass es tatsächlich eventuell ein paar Tage später starten wird. Ich schätze mal tatsächlich vor dem Wochenende. Kann aber natürlich sein, dass die das erst dann eine Woche später starten lassen. Das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass es mit diesem Update auf jeden Fall Sommerskins geben wird. Neue Änderungen, neue Waffen, dies, das. Ich hoffe, dass wirklich diesem Sommer mit dem Update wir Wasserpistolen als Waffe bekommen. Wie geil wäre das? Muss ja nicht mal Schaden an Gegner machen, aber so ein kleines Spaß-Item, so eine Wasserpistole wäre doch ganz cool. Ansonsten gerne CC benutzen. Kuss geht raus und es war's dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Video.